Diese Informationen sind jetzt für die aktuelle Situation abgeschlossen. Es wird im nächsten Monat weitere Informationen geben. Dann hat er schon angekündigt, speziell zur Wettersituation, speziell zur Entwicklung im Bereich der Küsten und des Meeres. Dort wird es einige Veränderungen geben. Und das werden wir im nächsten Update entsprechend besprechen. Ich sitze jetzt hier in meinem Büro. Es ist sehr, sehr schön warm. Ich denke, viele von Ihnen, von euch da draußen, denen geht es ähnlich so. Man würde gerne an einem See sitzen, man würde gerne vielleicht was Kühles trinken oder vielleicht baden gehen. Und all die Informationen, die wir hier bekommen, die wirken relativ fern. Ja, also es ist Sommer, es ist noch Urlaub, man ist noch draußen. Aber liebe Gäste, liebe Freunde, schaut genau hin, weil auf diesen Sommer wird ein Herbst folgen und der Herbst wird heiß. So wie es in den vorangegangenen Updates gesagt worden ist, so wie es in diesem Update gesagt worden ist, wir haben noch eine sehr, ich sag's mal vorsichtig, spannende Zeit vor uns. Jetzt in diesem Jahr, die zweite Jahreshälfte bis ins erste Quartal 2025, eine Entspannung, eine Veränderung zum Positiven, die werden wir ab März, April nächsten Jahres erleben. Da gibt es entsprechende Prognosen, sowohl aus der Palmberg-Bibliothek als auch von astrologischen Kollegen, mit denen wir halt auch in Zusammenarbeit stehen. Und dort wird sich vieles, vieles zum Besseren entwickeln. Aber es ist kein Grund, jetzt sich zurückzulehnen und sagen, hey, wir sind auf der Zielgeraden, es läuft alles so, wie wir uns das vorstellen und die dunklen Mächte haben eigentlich schon verloren. Ja, haben sie. Aber es ist an uns, diese Situation positiv zu gestalten und dem, was dann negativ ist, keinen Raum zu geben. Herzlich willkommen bei Bewusstsein TV und einer weiteren Zusammenfassung der Palmblattlesung aus Chennai. Vielen lieben Dank an Thomas Ritter für die Übersetzung. So, wir haben uns wieder zusammengefunden, denn Rishi Agastya hat sich mit der weiteren Information bei unseren indischen Kollegen gemeldet. Und ich bin bereits sehr gespannt, welche Informationen diesmal auf uns warten. Babu Manu, thank you very much for sharing all the informations of Rishi Agastya with us and joining this session. Thank you very much. Thank you so much. Wir will Die Lesung beginnt mit einem Segen des Rishis Agastya, also des Schöpfers dieser Palmberg-Bibliothek. Er bittet halt die Gottheiten Shiva, das ist der Wandler oder der Transformer in der Hindu-Mythologie, Parvati, die Göttin der Familie und der Gesundheit, ebenso wie Brahma, also den Schöpfer im Hinduismus, um den Segen für diese Lesung. Unsere Kollegen sagen, es werden sehr positive Informationen sein, die diese Lesung enthält und auch die weiteren Updates, die da kommen. Also wir sind auf einem guten Weg in der Hinsicht und Rishi Agastya hofft, dass dies sich auch weiter so entwickeln wird. Jetzt geht es um die Situation in den Industrieländern, also den, wir können sagen, die G7 oder G8, dass sie dann in den nächsten beiden Monaten, also September oder Oktober, Probleme in Bezug auf die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs. Also da wird es also eine Streckung oder auch teilweise Unterbrechung der Versorgungsketten geben. Und man wird dann versuchen, die notwendigen Materialien von Nachbarländern zu importieren, was natürlich zu einer Erhöhung oder erheblichen Erhöhung der Preise auch führen wird. Also dort sieht man, dass es also im alltäglichen Bedarf Schwierigkeiten geben wird, sich mit den Dingen, die man halt eben braucht, seien es Lebensmittel, seien es eben andere Sachen, die man im Alltag braucht, zu versorgen. Das ist speziell gedacht für die Zeit von September bis Oktober, bis Ende Oktober diesen Jahres. Jetzt geht es um die Innenpolitik der Vereinigten Staaten. Da stehen jetzt in den nächsten Monaten Wahlen an und der Wahlkampf ist ja dort in vollem Gange. Der amtierende Präsident hat ja seine sozusagen seine Ambitionen in Bezug auf eine weitere Amtszeit zurückgezogen, weil er halt gesundheitliche Probleme hat und ist durch eine Kandidatin ersetzt worden. Allerdings hat die Probleme, sich entsprechend zu artikulieren oder ihre Ideen, ihre Wünsche, ihre Ideen zu formulieren und das entsprechend rüberzubringen. Also dort sieht er in den nächsten Monaten bis zu den Wahlen auch immer noch Schwierigkeiten für diese Kandidatin. Also die steht momentan, was die Wahlen anbetrifft oder was ihre ganze Reputation anlangt, steht sie nicht gut da. Und das wird sich in den nächsten Monaten auch nicht ändern, sondern da wird es weitere Schwierigkeiten geben. Und zwar geht es jetzt um Informationen in Bezug auf Europa. Dort eher um die mediterrane Welt, das hat speziell Italien und die Nachbarländer angesprochen. Dort wird es in
Ecke der Regierung geben. Dort sind die Menschen nicht einverstanden mit dem, was dort passiert. Und da stehen auch politische und gesellschaftliche Veränderungen an. Jetzt geht es um die Situation in Osteuropa, also den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Da wird es im nächsten Monat von russischer Seite einen Vorschlag für Friedenslösungen geben. Das ist eine Zeitqualität, also das kann funktionieren, wenn die andere Partei darauf eingeht. Und dann werden sich die entsprechenden beteiligten Parteien am Verhandlungstisch versammeln und es wird Friedensverhandlungen geben, sodass auch der Krieg bis zum Jahresende beendet werden kann. Allerdings gibt es auch noch Schwierigkeiten, weil er sieht, dass es da Einmischungen von dritter Seite geben kann, die also wirklich daran interessiert sind, diesen Krieg weiterzuführen. Und wenn das passiert, dann werden wir eine Verschärfung der Kriegssituation erleben, sodass halt also dieser Konflikt sich auch ins kommende Jahr fortsetzen kann. Also wir haben eine Zeitqualität, den kommenden Monat und den nächsten, also ich sage mal September, Oktober 2024, wo also dieser Konflikt beigelegt werden kann. Wenn das nicht passiert, wird sich das bis ins Jahr 2025 fortsetzen. Jetzt geht es um Investitionen, zum einen in Edelmetalle, zum anderen aber auch in dem Bereich der Aktien und der, Schuldverschreibungen. Was jetzt das Gold anbetrifft, Gold und Silber, also Investitionen in den entsprechenden Währungen oder den Gold und Silber, also den Edelmetallen. Dort wird es in den nächsten Monaten bis zum Dezember diesen Jahres eine gewisse Volatilität geben. Es wird zum einen grundsätzlich einen Aufwärtstrend geben, der sich dann auch speziell ab Januar nächsten Jahres fortsetzt, aber speziell die nächsten beiden Monate kann es auch nochmal einen Verfall dieser Investitionen geben. Das sollte aber niemanden beunruhigen, der dort investiert ist, sondern es ist eher ein Grund, nochmal nachzukaufen. Also wenn jetzt dort Gold- und Silberwerte fallen, dann sollte man halt nochmal investieren. Das ist eine gute Gelegenheit, dort nochmal anzulegen, denn so ab November, Dezember ziehen die Kurse wieder an und speziell bis Januar wird es einen Höhepunkt, da hat also direkt von dem Peak gesprochen, wird es geben. Januar, Februar nächsten Jahres gibt es wieder eine Entspannung in diesem Markt, aber man sollte, wenn man investiert ist, das dort zu belassen, also jetzt kein Grund zur Panik, sondern man sollte das einfach alles mitnehmen und wenn man die Möglichkeit hat nachzukaufen, sollte man das tun. In Bezug auf die Aktien, da sagt das, sollte man sehr achtsam sein bis Dezember, weil dort sieht er eine große Volatilität. Da gibt es, Manipulationen, so würde ich das übersetzen, an den Märkten. Dort wird also werden bestimmte Werte gepusht, die also dort ein künstliches Hoch erzielen werden. Dort sollte man achtsam sein, wenn man investiert ist, bei diesem Hoch dann auch zu verkaufen, denn dann gibt es einen Fall dieser Aktien, speziell ab Januar nächsten Jahres. Also da ist sehr viel Schein, weniger Sein. Also da ist viel, was da ist, aber ich würde es übersetzen, da ist viel heiße Luft, was an den Börsen gehandelt wird, was dort passiert. Und da ist viel Manipulation dahinter. Also dort sehr achtsam sein, auch was Investitionen anbetrifft, hat er gesagt, bis zum Dezember diesen Jahres. Also da kann man auch sehr viel Geld verlieren, in der Hinsicht Vorsicht. Wenn man langfristig investiert ist, völlig in Ordnung, einfach lassen, nicht in Panik verfallen, sondern die Investitionen so belassen, wie sie sind. Ab dem Februar nächsten Jahres hat sich das dann alles wieder stabilisiert, aber die Situation aktuell, die ist von einer großen Volatilität gekennzeichnet, sowohl im Aktien- als auch im Edelmetallmarkt. Und dort, wie gesagt, wer neu investieren will, wer kurzfristig handeln will, das ist was für Profis. Ansonsten, das, was man hat, sollte man so belassen. Jetzt geht es um Informationen über Naturkatastrophen. Die beziehen sich in dem Fall vor allen Dingen auf Indien. Und zwar geht es um Starkregen, weil dort beginnt in den nächsten Monat die Regenzeit, also die Monsunzeit. Und dort wird es in den Bundesstaaten Gujarat und Kerala wohl größere Schwierigkeiten oder Probleme geben, was jetzt Überflutungen anbetrifft durch Starkregen, beziehungsweise auch, dass Flüsse über die Ufer treten. Er hat hier speziell den Ganges, den Yamuna und den
Saraswati Fluss bezeichnet, wo es also solche Schwierigkeiten geben kann. Also zum einen in Gujarat, zum anderen in Kerala. Und Großraum Bombay wird von diesen Naturkatastrophen oder diesen Wettersituationen ebenfalls betroffen sein. Und das bezieht sich auf die Monsunzeit in Indien. Die kann man sagen, ist jetzt von September bis November diesen Jahres. Eine Information, die speziell die Produktion von Treibstoffen, von Öl und ähnlichen Dingen anbetrifft, also die bezieht sich halt auf den Mittleren Osten. Dort, sagt er, wird es neue Probleme geben in den Ländern, die diese Ölproduktion haben. Das kann zu Verknappungen des Angebotes führen. Sagt er, das sind die aber Dinge, die in den letzten Jahren so nicht erlebt worden sind, sondern das ist etwas Neues, was dort passiert. Und das hat auf die Volkswirtschaften dieser Länder auch sehr große Auswirkungen. Also nicht nur auf die dort, die wird es natürlich primär betreffen, aber eben was auch die Versorgung mit solchen Treibstoffen, also mit Öl und den daraus resultierenden Produkten anbetrifft, sagt er, das sieht er in den nächsten Monaten gewisse Probleme und Einschränkungen, die dort auftreten werden. In islamischen Ländern, beginnend im Mittleren Osten, also ich würde sagen der Levante und den anschließenden Ländern, aber auch in anderen islamischen Ländern, wird es in den kommenden Monaten größere Proteste gegen ausländischen Einfluss geben. Diese Proteste richten sich gegen Institutionen bzw. auch Orte, an denen dieser ausländische Einfluss sichtbar ist, also auch Botschaften bzw. Niederlassungen von fremden Mächten, und die werden angegriffen. Also dort wird es auch, er hatte tatsächlich das so ausgesagt, dass also auch Botschaften versucht, dass man versucht, die Botschaften niederzubrennen bzw. diese Orte zu zerstören. Also dort sieht er größere Proteste, die sich aufgrund der aktuellen Lebenssituation bzw. der politischen Situation in diesen Ländern manifestieren werden. Jetzt ein Hinweis für Reisen in den Himalaya, also nördlich der indischen Grenzen, also in Indien selber kein Problem, aber in angrenzenden Ländern, also er hat Nepal, Bhutan, aber auch weitere angrenzende Länder angesprochen, dort besteht in den nächsten Monaten, also bis zum Jahresende, die Gefahr von Erdrutschen aufgrund von Naturereignissen. Sagt er, dort wer unterwegs ist als Wanderer, als Kletterer, aber auch auf spirituellen Trips, ich würde das jetzt übersetzen, wer jetzt den Kailash umrunden will, solche Sachen. Dort sollte man sehr achtsam sein, auf die Wettersituation achten, weil dort besteht die Möglichkeit, dass es eben solche Erdrutsche und Veränderungen gibt. Er sagt, 300 bis 400 Leute werden da wirklich drunter leiden. Also dort, wer eine solche Reise plant, sollte achtsam sein, wann und wie er das macht. Bis Ende des Jahres besteht dieses Risiko, was er hier beschrieben hat. Jetzt geht es um einige Themen, die sich auf, Naturereignisse, aber auch eben menschgemachte Katastrophen beziehen. Zum einen sagt er, im britischsprachigen Bereich in Europa kann es in den kommenden Monaten auch zu Waldbränden bzw. zu entsprechenden Feuern kommen. Er hat ja also speziell Schottland, Großbritannien und aber auch Irland und Nordirland angesprochen. Also dort kann es entsprechende Probleme geben. Und vor den britischen Küsten wird es wohl zu einer Katastrophe in Bezug auf die Schifffahrt kommen. Da ist ein Schiff, das entweder Ölprodukte transportiert, beziehungsweise das eben sehr viel Treibstoff an Bord hat und dort Leck schlägt. Also das sieht er, das wird eine sehr, sehr große Umweltkatastrophe sein, beziehungsweise auch international für große Schlagzeilen sorgen. Das wird sich im englischsprachigen Bereich abspielen in den kommenden Monaten bis zum Jahresende. Jetzt geht es um eine Situation innerhalb der Europa Amerika. Dort, das bezieht sich vor allem auf die Hightech-Giganten, Silicon Valley, so würde ich das übersetzen. Da wird es also Veränderungen geben in diesem Jahr. Und zwar werden da überraschend Firmen, die dort engagiert sind, einen Großteil ihrer Angestellten freisetzen. Also die werden halt gekündigt, ohne dass es da irgendwelche großen Ankündigungen vorher gibt, sondern da gibt es Neuausrichtungen dieser entsprechenden Firmen, und da werden ein Großteil der Mitarbeiter freigesetzt. Das wird natürlich zu großer Unruhe führen, die auch im Zusammenhang mit den amerikanischen Wahlen steht. Das wird sich also nicht nur in den USA entsprechend manifestieren, sondern auch hier in Europa. Also das sind entsprechende Auswirkungen. In Bezug auf die Wahlen, es war ja schon von einem Präsidentschaftskandidaten gesagt, dass er sozusagen die Probleme, speziell den Krieg in Osteuropa, relativ einfach beenden könnte.
Das wird sich nicht so darstellen, sondern da wird es also einen Einflussnamen geben, wo also Missverständnisse beziehungsweise Fehlinformationen eine große Rolle spielen werden in der Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Also das wird funktionieren im kommenden Jahr. Also man wird diesem Konflikt beilegen, aber es wird nicht so einfach sein, wie es dargestellt worden ist, sondern da gibt es halt sozusagen Einflussnahme von dritter Seite und das wird also dort Schwierigkeiten bereiten, was das Einvernehmen, was das Verständnis der beiden Großmächte anbetrifft. Auswirkungen, wie gesagt, wird es im Arbeitsmarkt geben, speziell wie gesagt in der IT-Industrie. Dort sieht er im Bereich der Silicon Valley, also dieser Unternehmen, die dort engagiert sind und die natürlich auch weltweit vertreten sind, da sieht er große Veränderungen, sowohl in diesem als auch im ersten Quartal des nächsten Jahres. Insbesondere eben auch Veränderungen, was Kündigungen oder Freisetzung von Arbeitskräften anbetrifft, was ebenfalls zu großer Unruhe führen wird im Zusammenhang mit den amerikanischen Wahlen. Jetzt geht es speziell nochmal um Großbritannien. Also dort sieht er in den kommenden Monaten große Veränderungen, was die Ökonomie oder die finanzielle Situation Großbritanniens anbetrifft. Also gerade speziell London, ich würde es übersetzen mit der Börse von London, dort wird es große Probleme geben, da wird es auch große Schwierigkeiten geben, die sich halt auch auf die Ökonomie Großbritanniens auswirken werden in den kommenden Monaten und im nächsten Jahr. Also das sind große Schwierigkeiten, die sich dort manifestieren durch entsprechende Spekulationen, durch entsprechende Vorgänge an der Börse, die speziell hier in London angezeigt sein werden. Und das wird sich negativ auf Großbritannien auswirken. Und zwar gibt es jetzt noch weitere Informationen. Zum einen, was Naturkatastrophen anbetrifft, da sieht er zwei große Berge. Er hat das jetzt nicht spezifiziert, in welcher Region der Erde. Er sagte zwei bedeutende große Berge, wo eine sag mal, Reduktion, eine Verringerung dieser Höhe der Berge stattfinden wird durch Naturereignisse. Also das kann ein Erdrutsch sein, bedingt entweder durch entsprechend Starkregen oder auch dem Auftauen des Permafrostbodens, beziehungsweise auch durch Erdbeben angezeigt. Dort wird es also solche Verringerungen dieser Höhe der Berge geben. Das fordert aber keine Opfer, weil sagt, das ist ein sehr abgelegenes Gebiet, aber man wird das halt eben zur Kenntnis nehmen. Es gibt auch noch ein weiteres Thema, und zwar wird ein Land, das mit Militärtechnik gut ausgestattet ist, das auch in der Raketenforschung recht führend ist, wird einen Test vornehmen mit neuen Waffen. Und diese Raketenwaffen werden ausprobiert und einer dieser Tests geht allerdings schief. Ob das jetzt wirklich nur ein Zufall ist, dass da irgendwas sich verändert hat oder ob das vielleicht sogar gewollt ist, das hat er jetzt offen gelassen. Aber eine dieser Testwaffen wird einen heiligen Platz treffen. Sagt er, das kann ein Tempel sein, das kann ein heiliger Kraftort sein, aber es ist jedenfalls ein Platz, der für Gläubige sehr, sehr von Bedeutung ist und das wird ein großes Problem verursachen, dass eben dort eine Waffe, na, die eben Menschen gemacht ist, die dort einschlägt und das wird also dann auch weitere Konsequenzen in der Hinsicht haben. Aber es wird, wie gesagt, ein Test sein. Offiziell wird man sagen, der ist einfach schiefgegangen, aber es ist nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch gewollt ist. Diese Informationen sind jetzt für die aktuelle Situation abgeschlossen. Es wird im nächsten Monat weitere Informationen geben. Dann hat er schon angekündigt, speziell zur Wettersituation, speziell zur Entwicklung im Bereich der Küsten und des Meeres. Dort wird es einige Veränderungen geben. Und das werden wir im nächsten Update entsprechend besprechen. Ich sitze jetzt hier in meinem Büro. Es ist sehr, sehr schön warm. Ich denke, viele von Ihnen, von euch da draußen, denen geht es ähnlich so. Man würde gerne an einem See sitzen, man würde gerne vielleicht was Kühles trinken oder vielleicht baden gehen. Und all die Informationen, die wir hier bekommen, die wirken relativ fern, ja. Also es ist Sommer, es ist noch Urlaub, man ist noch draußen. Aber liebe Gäste, liebe Freunde, schaut genau hin, weil auf diesen Sommer wird ein Herbst folgen und der Herbst wird heiß. So wie es in den vorangegangenen Updates gesagt worden ist, so wie es in diesem Update gesagt worden ist, wir haben noch eine sehr
ich sag's mal vorsichtig, spannende Zeit vor uns. Jetzt in diesem Jahr, die zweite Jahreshälfte bis ins erste Quartal 2025, eine Entspannung, eine Veränderung zum Positiven, die werden wir ab März, April nächsten Jahres erleben. Da gibt es entsprechende Prognosen, sowohl aus der Palmberg-Bibliothek als auch von astrologischen Kollegen, mit denen wir halt auch in Zusammenarbeit stehen. Und dort wird sich vieles, vieles zum Besseren entwickeln. Aber es ist kein Grund, jetzt sich zurückzulehnen und sagen, hey, wir sind auf der Zielgeraden, es läuft alles so, wie wir uns das vorstellen und die dunklen Mächte haben eigentlich schon verloren. Ja, haben sie. Aber es ist an uns, diese Situation positiv zu gestalten und dem, was da negativ ist, keinen Raum zu geben.